Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Holy Lol, und willkommen zu einer weiteren Folge Hot Wheels Unleashed 2. Wir wollen die nächste Strecke spielen. Im letzten Video habe ich ja ein Auto gekauft. Welches war das denn nochmal? Das hier. Das hier war das mit den Surfbrettern obendrauf. Das ist also heute dran. Ich hoffe, dass ich am Ende des Videos wieder genug Geld haben werde für das nächste Auto, fürs nächste Video. Erstmal nehmen wir dieses Auto. Und falls ihr mehr Bock habt auf Hot Wheels, liken, kommentieren, abonnieren, in die Videobeschreibung schauen, meinem Twitch-Account folgen. Und jetzt geht's hier auch erstmal los mit dem Wave Ripper. Was müssen wir jetzt? Nein, ist wieder ein Zeitrennen. Oder was? Oh Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Jo, ist wieder ein Zeitrennen. Und das mit diesem Auto, das kann durchaus sein, dass ich gleich nochmal wieder auf das andere Auto wechseln muss. Also auf mein schnelles Auto. Ups, das war falsch. Da ist der Boost. Ich habe wieder Boost und Hüpfen verwechselt. Komm, schaffen wir. Okay, wie viel Zeit haben wir denn? Ich habe gar nicht geguckt. 2 Minuten 11 wäre die Idealzeit. Mal gucken, ob dieses Auto das machbar macht. Das machbar macht auch gut, ne? Guter Satz, wie ich finde. Dafür habe ich definitiv ein Abo verdient und auch ein Like natürlich. Ich habe mich ein bisschen verhaspelt. 37, 38% habe ich jetzt. 42%. Ich habe die Hälfte nicht. Ah, das wird nichts, glaube ich. Das Auto ist ein bisschen zu langsam. Oh, wo bin ich denn hin? Oh, das war aber knapp. Da hatte ich jetzt ein bisschen Schiss. Hier sind wieder Bälle. Wie im letzten Zeitrennen hatten wir auch, glaube ich, diese Bälle, ne? 1 Minute 29. Und 68%. Wird eng. Ich muss ein bisschen mehr boosten. Eine Minute 49 und 80%. Wird eng. 84%. Nochmal ein bisschen Vollgas. Wo sind wir denn? 91%. Ich bin am Ziel vorbeigefahren. Ich hätte es geschafft. Okay, heißt, ich habe es nicht geschafft. Ich bin rausgeflogen und am Ziel vorbei. Minuten 23. Ich hätte es geschafft. Neustart natürlich. Jetzt schaffe ich es. Ja, möchte ich neu starten. Come on. Come on, Surfbed Auto. Let's go. Komm. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid. Wir kennen die Strecke jetzt ein bisschen. Wir wissen jetzt, dass wir viel mit Boost arbeiten müssen. Sonst haben wir keine Chance. Hier über das Grüne fahren, das gibt noch mal extra Boost. Oh, Zeitrennen liegen mir so gar nicht. Ich habe am liebsten Rennen, wo ich dann auch, oh Gott, wieso? Ich bin so schlecht. Ich habe am liebsten Rennen, wo ich dann auch die Gegner sehe, wo ich dann weiß, ja, ich kann, muss noch einen überholen oder so, dass diese Zeitrennen ganz alleine. Jetzt kann ich gar keinen Gegner dafür verantwortlich machen, dass ich ein schlechtes Rennen abliefere. Jetzt bin einfach nur ich schuld. Das ist wie bei Rocket League, wenn man 1 gegen 1 spielt. Man hat dann keinen Mate, wo man sagen kann, ey, Mate, du bist schuld. Nee, hier ist man einzig und allein selbst schuld.
Aber dieses Auto macht auch, also ist gar nicht so schlecht. Es macht Spaß. Da habe ich tatsächlich schon schlechtere Autos erlebt. Wie viel Prozent haben wir? 60%. Aber wir haben ja schon 1:30 jetzt durch. Nein, ich bin nicht aufs Grüne gekommen. Komm, Vollgas. Ja, komm, ich schaff das. Das sieht gut aus. Schön übers Grüne gefahren. 84%. Wenn ich jetzt nicht wieder das Finale in Sand setze, dann dürfte es gehen. Vielleicht jetzt nicht die 2:11. Das weiß ich nicht. Nee, aber ich habe die... Habe ich es geschafft? Das war haarscharf auf jeden Fall. Wie schnell war ich denn? Ich habe die 2:18 geschafft. Ich habe 2:14 gebraucht. 2:14 habe ich gebraucht. Ich war ein bisschen über der besten Zeit. Aber ich habe das Rennen geschafft. Leute, ich habe es geschafft, weil das Auto einfach sehr gut war. Ein Fähigkeitspunkt und ein Aufwertungsset, okay. Aber nicht für das Auto, nee. Oh Gott, ein Bossrennen mit dem Wave Raper. Gut, Wave Ripper. Mit dem Wave Ripper machen wir jetzt ein Bossrennen. Ich bin gespannt, wie das klappen wird. Ist das wieder eins, wo man... oh shit, ich habe nicht gelesen. Ich habe nicht aufgepasst. Wir werden es rausfinden. Es geht los. Ja, seht ihr, das mag ich lieber. Das mag ich hier lieber. Auch wenn das jetzt ein Bossrennen ist. Aber ich mag es einfach, wenn ich hier andere Gegner habe. Ich glaube, das ist wieder so ein Ausscheidungsrennen. Das hatten wir schon mal. Nein, ich hänge fest. Nein, ich bin letzter, ne? Habe ich es geschafft? Oh Gott, das war knapp. Ich bin an diesem komischen Ring hängen geblieben. Das könnte doch keinem erzählen. Ich bin nicht im Ausscheidungsgeschehen dabei. Aber ich glaube, als nächstes bin ich dann dran, wenn ich jetzt nicht langsam hier vorwärts komme. Oh, 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 der hat sich gedreht, er hat sich gedreht. Ich glaube, ich habe ihn umgeschubst. Ich bin Erster. Oh, der Drift ist super. Ich habe nochmal einen umgedreht. Einer ist wieder raus. Ich muss unbedingt hier. Ja, ich bin Erster. Ich bin Erster. Oh Gott, ich bin nicht mehr Erster. Ich muss boosten. Es gibt auch keine Ziel. Keine letzte Runde oder sowas. Jede Runde kann die letzte Runde sein in einem Bossfight. Noch 2 Sekunden. Das war knapp. Ich dachte schon, ich verdrehe mich. Oh, noch 5 Sekunden, dann fliegt der nächste raus. Ich bin auf jeden Fall noch Erster. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich könnte es wirklich schaffen. Oh nein! Oh, der zweite ist mir auf den Fersen. Habt ihr das gesehen? Ich meine, ich glaube, ich könnte es sogar... Ich habe gewonnen.
Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Leute. Yeah, Mann. Mit dem Wave Ripper. Gegen den Nissan und gegen... ja, das andere Auto. Twinmill. Twinmill, genau. Habe ich ja in Rocket League auch das Auto, den Twinmill. Ja, alles geholt. Alles abgeräumt. Easy. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Kohle kriegen, dass wir uns noch ein Auto kaufen können für das nächste Rennen. Bin heute ein bisschen dunkel, ne? Oder? Ja, kann sein. Na egal. Nochmal 250 EP. Wir gehen einmal raus und schauen mal, wie viel Kohlen wir haben. Wo ist denn die Garage? Aber wir können bestimmt wieder einen Spin machen, oder? Nein, wir können keinen Spin machen. Oh Gott, wir haben auch wenig Geld. Gehen wir mal in den Laden rein. Ah, oh, wir haben heute nicht viel verdient, ne? Dann müssen wir uns einen günstigen... Oh, den hätte ich ja gerne, ne? Den Bone Shaker. Aber wir brauchen ein günstiges Auto. Wir kaufen uns den hier, den Twinmill. Den Twinmill kaufen wir uns. Ja, möchte ich gerne. Einmal Twinmill in die Garage. Super Auto bestimmt. Witzmäßig. Oh, Geschwindigkeit super. Beschleunigung super. Bremsen kann er nicht gut, aber ihr wisst ja, wer später bremst, der fährt länger schnell. Und im nächsten Video spielen wir dann also mit dem Twinmill. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr euch auch. Und dann haut rein. Bis dahin. Ciao, ciao. Und hier die Grüße an meine Kanalmitglieder, an meine lauten Unterstützer. Vielen Dank, Phoenix. Vielen Dank, AKSW. Vielen Dank, Phil. Und vielen Dank, Tombstone. Vielen Dank für eure Unterstützung.